Ja, Zeit zu herzlich gehen. willkommen zur 48. Tour und diesmal stehen uns Wieder nach links ab. 1087 Kilometer vor uns. Vergütung ist am Ende 86.421 Euro. Was transportieren wir? Das ist auch mal so eine geile Frage, die man jetzt gut beantworten kann. Wir transportieren Wäschetrockner. Also jetzt eine kalte Jahreszeit, ne? Und es extrem kalt draußen ist und man kann ja Wäsche nicht einfach jetzt mal so im Garten aufhängen, sondern ein Wäschetrockner. Den transportieren wir jetzt praktisch nach Straßburg DHL. Dort werden sie hingeliefert und Demnächst die werden links die dann abbiegen. weiter verkaufen können. Biege nach So, links ab. diese Tour diesmal in voller Länge hat eigentlich mehrere Gründe und lasst euch mal überraschen, denn diese Tour und die nächste Tour, das sind in meinen Augen zwei komplette verschiedene Welten der Fahrweise. Ne? Einmal so eine ruhige Fahrweise, eine fehlerfreie Fahrweise. Obwohl komplett fehlerfrei bin ich eh nicht beim Fahren. Ich habe immer so meine Fehler bei den Strecken drinne. Muss ich ehrlich zugeben, da komme ich auch nicht raus. Ich musste so eine kleine Pause gleich machen vorher, bevor ich das Video weiter bearbeite. Aber fahren wir erstmal ganz gechillt hier los. Ja, also muss ehrlich sagen, eine sehr interessante Tour, die jetzt ansteht. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Bislang läuft alles, also die ersten Meter, ne, ist alles super nach Maß gelaufen, ne. Muss ich sagen, der pinke LKW, das irritiert so ein bisschen, aber Pink soll ja auch beruhigend sein, ne? Habe ich mal gehört. Und ich habe mal schon länger her so einen Bericht im Fernsehen geschaut. Es gibt in Amerika in einem gewissen Gefängnis pinke Zellen. Ihr habt richtig gehört. Es gibt dort pinke Zellen. Wenn dort also Inhaftierte, Gefangene, also Straftäter, wie auch immer, dort mal einen Ausraster haben und sich nicht beruhigen lassen, die kommen dann in so eine Zelle rein, weil die Farbe Pink soll dementsprechend dann auf die Insassen beruhigend wirken, dass die dann komplett ruhiger werden. Ja. Ob das dann so klappt immer, das ist eine andere Frage, aber das war in diesem Bericht so erklärt worden. Guck mal hier, auf der linken Seite, was da ein Stau ist. Meine Güte, ey. Ein LKW nach dem anderen. Oh, jetzt ist vorbei. Haha, cool. So, ich versuche jetzt bei dieser Tour. Ich schaffe es nicht immer, mich am Tempolimit zu halten, weil ich mit dem Gaspedal erst noch ein bisschen mich dran gewöhnen muss, weil es ist auch ein anderes Gefühl, als würde man im Auto sitzen oder im echten PKW sitzen. Ja, es ist das gleiche PKW und Auto, ne? Ich habe es auch schon garantiert schon gemerkt. Weil man hat ja nicht sofort so ein Fahrgefühl, ne? Es ist halt eben halt Simulatorspiel, ne? Von daher ist es ein ganz anderes Fahrgefühl. Ich habe das Lenkrad richtig eingestellt. Ich hoffe mal, es ist so in Ordnung von der Fahrweise her und von der Lenkung. Aber ich habe immer noch festgestellt, ich habe Demnächst rechts abbiegen. wenn ich lenken muss, jetzt abbiegen muss, immer so meine kleine Problemchen. Ich glaube, die kriege ich, das muss ich wirklich, wirklich üben, 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 üben. Genau Biege nach rückwärts rechts einparken. ab. Mit Kontrolle habe ich das so halbwegs raus. Aber jetzt bin ich froh und dankbar, dass ich ein Lenkrad habe. Das ist dann deutlich angenehmer zu fahren, weil man kann dann auch mal Käffchen trinken dabei und man muss nicht mal stehen bleiben oder ne, gucken, wie man den Controller hält, weil Lenkrad ist einfacher, ne, dann zu fahren. Die Tour ist diesmal auch deutlich länger gewählt, weil ich meine, hier bin ich eigentlich, schaut selber, ich möchte nicht so viel spoilern. Weil wir sind jetzt gerade 4 Minuten unterwegs oder Demnächst so. links abbiegen. Demnächst, ne? Ja, demnächst. Biege nach links ab. Man sieht hier, ich habe beim Lenken immer noch meine Problemchen. Ich glaube, ich werde nachher noch mal bei ein paar Szenen noch mal genauer eingehen drauf, wenn es soweit ist. Ich bin aber auch mal überlegen, so mal einige Unfälle oder wenn ich was mache,
das dann in ein Spezialvideo nochmal nachzuarbeiten und die Zähne rauszuarbeiten und damit Zeitlupen und sonstiges arbeiten. Ob ich das Ganze halt auch so umsetzen kann, ist eine andere Frage, ne, weil das Videomaterial schon hochgeladen ist. Was ist ja mein Material, ne? Das kann ich ja dann mehrmals auch bearbeiten und auch benutzen, würde ich sagen. Und kann auch am Dezember vielleicht so ein kleines Spezialvideo hochladen. Dann mit so ein paar Highlights wie Unfälle oder Stau oder sonstiges. Kann man alles Mögliche mit reinnehmen. Dass man ungefähr eine halbe Stunde Videomaterial hat. Auch mit Zeitlupen eingebaut. Wäre wahrscheinlich auch mal eine Möglichkeit, wenn ihr Interesse habt, Leute, schreibt es bitte in den Kommentaren rein. Damit ich dann rechtzeitig dann dementsprechend das Video für euch dann bearbeiten kann, dass es dann auch am Silvester hochgeladen werden kann. Ich finde nicht nur die Mod mit dem realistischen Verkehr ist dran, sondern auch was die Trailer angeht, die Werbung. Ihr habt gerade eben schon Coca-Cola gesehen, dann von Kaufland ist drin, auch andere Firmen sind drin, DHL ist drin zum Beispiel, Lidl ist drin, Netto ist glaube ich nicht drin. Ich meine, ich hätte auch schon Netto gesehen, aber ich bin mir jetzt auch relativ gerade unsicher, bevor ich was Falsches sage. Das kann manchmal auch schneller kommen, als man denkt. So, nach 10 Minuten werde ich erstmal gleich eine kleine Pause machen und mir zu essen machen. Und einkaufen fahren auch. Und dann gibt es auf jeden Fall die Videobearbeitung weiter. Ihr werdet davon eigentlich gar nichts merken. Wir haben heute erst den 24.11. Wenn ihr das Video seht, das ist erst am 13.12. Ne? Also von daher ist noch genug Zeit, um das Video da bis dahin fertigzustellen. Noch gut Zeit. Sehr viel Zeit. Man kann sehen, ich fahre eigentlich ganz gechillt. Ne? Also ganz gechillt, ich muss nicht Gas geben unbedingt, super schnell sein. Man kann auch ruhig fahren. Ne? Wie gesagt, ich werde auch mal andere, das habe ich schon gestern, glaube ich, so leicht schon mal angekündigt, im neuen Jahr, im Jahre 2024 mal andere YouTuber mal aufs Korn nehmen. Nicht aufs Korn nehmen, sondern mehr oder weniger hier die mal benennen. Und auch dann in die Videobeschreibungen dort ihren Kanäle verlinken. Wo ich sagen muss, Hut ab, Respekt davor, dass sie auch immer sehr viele neue Informationen rauskloppen können. Und auch sehr viel zu den Fahrzeugen erzählen, was zu neuen Mods erzählen, was so Updates generell von ETS2 bekannt geben und auch sagen dazu. Auch die Neuheiten so genauer darauf eingehen. Aber auch mal so Schwächen und Stärken von den anderen Mod dann von erzählen, ne? Denn nicht jede neue Mod ist super gut, sondern manche kollidieren auch, die funktionieren einfach halt eben nicht. Habe ich auch schon feststellen müssen. Ich wollte eine Mod ausprobieren mit dem KI-Verkehr und da ist hier erstmal das Spiel, es hat geladen, es war am Laden, das Spiel, ne? So, und dann plopp, weg. Das Spiel wurde direkt geschlossen. Also Mod raus und es ging wieder. Also manchmal kollidiert die Mod halt eben mit anderen Mods und dann funktioniert gar nichts mehr. Bis hin zum Spiel einfach schließen. Ist nicht schön, aber es ist manchmal leider dann so, ne? Man kann nicht immer alles haben, was man möchte. Man muss auch ein bisschen rum experimentieren und ausprobieren, funktioniert diese Mod oder funktioniert diese Mod nicht. Es gibt aber auch manche Mods, die verursachen Fehler im Spiel selber. Dann hat man reichlich Fehler im Spiel drin, das muss auch nicht sein, das macht dann auch keinen Spaß. So, da muss man ein bisschen gucken und dann auswägen, nehme ich die Mod oder nehme ich die Mod nicht. Zu viele Mods schaden auch den Spaß. Ne? Also, das Vergnügen ist dann nicht mehr da, ist dann eher Stress pur. Und das will man ja eigentlich überhaupt nicht haben, sondern man möchte ja mehr Spaß haben. Und der Spaß sollte immer im Vordergrund stehen. So, wer schon gewundert hat, im Vergleich jetzt dem heutigen Video und den letzten beiden Teilen, also neue Folgen mit Raffi Express, ich fahre jetzt mit Lenkrad. Das nur nebenbei am Rande. Habe bestimmt schon die ein oder anderen bemerkt, weil ich habe auch schon einen Livestream gemacht mit dem Lenkrad. Letzten Monat, so Ende letzten Monats ungefähr.
habe ich da schon so zwei Livestreams gemacht, meine ich sogar, mit dem Lenkrad. Und ich meine, ich hätte es auch schon angekündigt, dass ich ein Lenkrad habe aktuell. Ich weiß es auch gerade nicht so ganz genau, ne? Aber egal. So. Ich finde, das ist schon ein Unterschied, ob ich mit der Tour fahre. Das ist für mich auf Platz 3. Also das Tour zu fahren ist Platz 3 tatsächlich, weil du kannst es nicht so ganz genau kontrollieren. Also ich kann es nicht. Also ich kann immer nur für mich sprechen. Ich spreche nicht für die Mehrheit, sondern jeder empfindet anders. Der eine kommt mit der Tastatur wunderbar klar. Also bei GTA Online zum Beispiel oder GTA generell ist Tastatur vor Vorgabe, wenn man auf PC spielt. Ne? Also auf Konsole hast du einen Controller natürlich, kannst du beides benutzen am PC. Also ich finde dann, als Platz 2 kommt dann natürlich ganz klar der Controller. Du hast da ein bisschen mehr Feingefühl drin. Du musst aber immer beide Hände am Controller haben, um tatsächlich zu lenken zu können, auch schnell reagieren zu können. Ist ein Controller relativ besser als eine Tastatur? Gerade hier beim ETS 2. Dann auf Platz 1 für mich ganz klar das Lenkrad. Das ist deutlich angenehmer. Man kann dabei Kaffee schlürfen, ein Teechen trinken, eine Dose Bitte links öffnen. halten. Wenn man das dann richtig die Einstellung vorgenommen hat, dann auch die Tastenbelegung richtig gelegt hat, die Tastatur so leicht daneben liegen hat, dann kann man auch noch über die Zeilentastatur andere Befehle eingeben. Na, das geht auch. Und ich habe ein Gaspedal ja dabei, das heißt also mit den Füßen wird dann Gas gegeben. Mit dem Schuhen, wenn ich Schuhe anhabe, habe ich wenig Kontrolle über das Gaspedal, also ich spüre kaum etwas. Das muss ich wahrscheinlich nochmal vernünftig einstellen. Nehme ich mal an. Das werde ich aber dann erst wahrscheinlich ab Januar machen. Sondern ich versuche erstmal so klar zu kommen damit. Bis jetzt klappt das wunderbar. Also, ne, muss ich sagen. Und jetzt hier so ein bisschen, man sieht es wieder mal, leichte Lenkfehler. Also leichte Lenkfehler sind drinne. Muss ich ganz ehrlich zugeben. So, lässt er mich raus. Ja, der fährt nach auf die andere Spur und lässt mich dadurch rausfahren. Perfekto. Das ist sehr gut. Das ist eine gute Vorgehensweise, ne? Am besten blinken beim Rausfahren. Und dann erst wirklich im Rückspiegel gucken, kommt ein Auto, kommt keiner, kann ich rausfahren oder muss ich noch mal kurz warten? Da muss ich mein Tempo noch mal verlangsamen, damit ich in die Bredouille komme und zu spät rausfahre. Das kann manchmal auch schneller kommen, als man denkt, wenn man zu schnell fährt, ne? So, an dieser Stelle, ich melde mich gleich wieder für euch. Für euch geht es in einem Bruchteil von einer Sekunde. Noch nicht mal, dann geht es für euch an dieser Stelle weiter. Und dann werde ich gleich mal so ein bisschen erzählen, warum ich ETS 2 unheimlich gerne mag. Ja, warum ich jetzt gerne spiele, warum, weswegen, weshalb, warum. Ist die Banane krumm? Ja, weiter geht's mit der Fahrt. Ja. Ich bin echt gespannt, wie am Ende die Tour ausgehen wird und was ihr für eine Meinung habt Bitte links von halten. meiner Fahrweise. Denn jeder fährt hier anders, ne? Muss man auch ganz klar sagen. So, wir müssen ja erstmal nur geradeaus fahren. Ich bin überlegen, vielleicht schon irgendwie doch Musik reinzunehmen, ne? Weil jetzt 1 Stunde und 7 Minuten durchgehend plaudern ist im Livestream okay, aber im Video, man hat doch keine Reaktion und so, ne? Ist es halt eben doch sehr schwer. Ja, was soll man zu sagen? 14 Minuten erst, ungefähr 13 Minuten unterwegs erst auf dieser schönen Tour. Und ja, ich würde sagen, ich melde mich mal wieder. Oder ich sage immer was, wenn irgendwas ansteht, ne? Weil ich möchte die Tour mal in voller Länge zeigen. Die nächste Tour allerdings morgen auch. Da ist dann eigentlich der Unterschied zwischen dieser Tour zu sehen. Ist zwar eine kleinere Tour. Ich glaube ungefähr so 45 Minuten dann morgen, das Video Länge. Aber es gibt einen Unterschied zu dieser Tour. Also, wenn ihr Interesse habt, bleibt auf jeden Fall dran bei diesem Video. Guckt euch das durchgehend mal an, wie ich dort gefahren bin. Ihr könnt auch manchmal ein bisschen vorspulen, geht auch. Es ist völlig in Ordnung. Völlig legitim.
Also mein Essen ist auch gerade im Ofen, muss man dazu sagen. Es gibt heute mal glutenfreie Pizza. Mal gucken, wie die schmeckt. Also ich freue mich drauf. Ne, also ist noch tiefgefroren. Aber wenn die jetzt schmeckt, ja, wäre es okay. Dann kann ich damit wunderbar mit leben. Es muss aber schmecken, ne? Weil manche schmecken davon überhaupt nicht. Also das ist irgendwie so ein Geschmack, der ist, ja, schmeckt einfach halt eben nicht. Ich kann es nicht erklären, warum, aber ne, es ist einfach, es schmeckt nach nichts. Ist zwar komisch, aber manche Sachen, die ich essen darf, die schmecken überhaupt nicht. Bei Brötchen ist es genauso. Solange die Brötchen warm sind, super lecker. Nur wenn die Brötchen dann kalt werden, ne. Das ist, was überhaupt nicht schmeckt. Und dann ist, ui, bo, 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 ne, schmeckt dann überhaupt nicht mehr. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen, wie es ist. Und schönreden kann es dann auch nicht mehr. Absolut nicht. Also man kann nicht alle schönreden. Bei manchen Bitte klappt es, hinschalten. aber nicht bei allen, ne? Kleine Randbemerkung. Als die Frage kommt, warum ist unten der Balken rot und an der Seite unten der Querbalken hoch, blau, hat damit zu tun, dass sonst man immer unten so einen schwarzen Balken hat und da, wo der blau ist, auch so einen schwarzen Balken noch hat die ganze Zeit. Und das irritiert mich dann, bei den Aufnahmen stört mich das tierisch. Deswegen habe ich diese Balken drüber gezogen. Aber auch für das eine oder andere Video im Livestream dann kann man dann auch Werbung reinsetzen. Ne? Also man kann jetzt auch eine Tour reinsetzen, das ist mein Vor. Ich bearbeite die Videos praktisch erstmal so vor. Unten kommt dann, was ihr nachher seht im fertigen Video, stehen dann Städtenamen unten drin. Das heißt, jetzt hier würde stehen, jetzt hier schon von Liverpool, von Glasgow nach Liverpool, dann von Liverpool nach Roscoff und von Roscoff nach Straßburg. Würde unten jetzt stehen, aber auch die nächsten Ziele stehen jetzt hier unten schon mal drin. Ne? Und nur die Stadt, die jetzt eine andere Farbe hat, ist halt das nächste Ziel. Ne, muss man dazu sagen, da ist ein Pfeil drüber, in diese Richtung geht es gerade. Das ist so eine spontane Idee gewesen, deswegen auch eine neue View-Folge. Deswegen auch, da habe ich jetzt dementsprechend dann jetzt Raffi Express gewählt, das Profil, weil das dann dafür gut geeignet ist und ich da auch schon so viel Garagen habe. Ne? Und hier funktioniert auch der realistische Verkehr wieder. Was natürlich dann da für mich jetzt 100 Mal besser war. So, wir sind jetzt gerade an der Maut. Da möchte ich mal etwas sagen. Also ich habe mich so oft jetzt bei der Maut, habe ich so viele Fehler immer wieder reingehauen beim Fahren. Und zwar, ich bin zu schnell reingefahren, ich bin hab am Lenkrad zu so rumgezupft, mal links und rechts gleich gezogen so, und bin jedes Mal irgendwo vorgedonnert. Ne, das ist jetzt mal eine Ankunft jetzt hier zur Mautstelle schon mal. Ja, perfekt stehen geblieben. Aus meiner Sicht jetzt gerade. Ne? Also ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ne, Schrank ist oben, ich kann weiterfahren. Alles gut gegangen diesmal. Ne? Und es kommen noch ein paar Mautstellen auf mich zu. Und ich mag die Mautstellen überhaupt nicht. Generell nicht, weil ich mache da immer irgendein Mistfehler drin. Schon davor. Das ist sagenhaft. Und ich übersehe bei der Ausfahrt dann ein Auto, gucke nicht in den Rückspiegel rein, wie auch immer. Ich mache immer irgendwo da einen ganz kleinen Mistfehler rein. Das ist mir echt aufgefallen. Und jetzt gucke ich mir das Video nochmal selber durch die, ne, das Draufreden, gucke ich mir das ganz bewusst nochmal an und schaue, wo habe ich einen Fehler reingehauen? Wo habe ich einen Fehler gemacht? Wo kann ich was besser machen? Es ist total, vielleicht total bescheuert, kann ja auch sein, dass dieses, die Idee jetzt, die dahinter steckt, sich das Ganze mal anzuschauen selber, wie man gefahren ist. Vielleicht sagt ein anderer nachher, schreibt, ne, er denkt sich so, warum macht er das? Das macht überhaupt keinen Sinn, das ist ein Game, das ist total uninteressant, ob du jetzt schlecht fährst oder gut fährst. Ne? Nur ich finde, ich möchte schon ordentlich fahren können, auch an die Verkehrsregeln halten. Was ich auf jeden Fall, wo ich meine Probleme mit habe, an die Geschwindigkeitsbegrenzung zu halten zwischendurch mal, weil ich gebe immer ganz bewusst wieder Gas am Gaspedal. Ne? Manchmal gucke ich auch gar nicht drauf, und manchmal kriegt man diese Geschwindigkeit so gar nicht mit. Dass du schon drüber bist.
Das merkt man manchmal auch gar nicht, weil 80 km/h oder 85 km/h fühlt sich gleich an. Ja, weil man sitzt ja immer noch in seinem Stuhl vor dem Monitor, da sieht man was ganz anderes. Im echten LKW hast du da ein ganz anderes Gefühl dafür, ne? Muss man auch mal ganz klar mal so erwähnen und auch mal so sagen dürfen, ne? So, jetzt muss ich erstmal abbremsen, weil ich dachte, was mit dem da vorne nicht in Ordnung. Der wurde auf einmal langsamer. So, die nächste Ausfahrt muss ich, glaube ich, raus, ne? Oder einfach geradeaus fahren. Ne, ich muss geradeaus fahren. Das heißt, ich muss, glaube ich, links abbiegen jetzt gleich, ne? Bitte links halten. Ne, guck mal, ich kann einfach geradeaus fahren. Ja, bitte links halten, mache ich doch. Ich halte mich echt gut links, ne? Ich hoffe, die Nachttour hat euch trotzdem gestern gefallen. Auch wenn da ein bisschen Musik dabei war. Also ich muss es machen zwischendurch mal. Weil ich kann nicht jedes Video in voller Länge zeigen. Weil das guckt sich wahrscheinlich kein Mensch an. Mal ist okay. Aber ich vermute mal, dass dieses Video sich keiner in voller Länge anschauen wird. Glaube ich nicht dran. Nur ich habe es ja angekündigt, jetzt bis zum 24. Dezember 2023 jeden Tag hier von einem Video hochzuladen. Das möchte ich jetzt auch einhalten, dass generell auf meinem Kanal so ein bisschen sich was tut und vielleicht so, ja, den anderen Abonnenten, dem das Spiel interessiert, zugewinnen kann. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Nur ich möchte halt die Spiele nur zeigen, die ich, wo ich auch wirklich Spaß drauf habe, oder dran habe, ne? So, hier wollte ich erst abbiegen. Hab mich entschieden, nee, komm, ich bleib auf dieser Fahrbahn jetzt hier, ne? Ist, glaube ich, sinnvoller, als jetzt irgendwie die Fahrbahn zu wechseln zu machen. Und fahre jetzt hier ganz chillig hier an den Fahrzeugen vorbei. Vorne ist ein Niederländer mit seinem Wohnwagen. Ja, der könnte auch mal rechts ranfahren oder so ein Nickerchen machen da, ne? Auf dem Standstreifen da. Da war aber nicht, deswegen macht das auch nicht. Hier kommt so ein typisches Reißverschlussverfahren zur Geltung, ne? Außer dieser eine da, der muss da das Ganze ja ausbrechen, ne? Der wurde zu bunt mit dem Warten, der ist einfach da seitlich raus auf der Autobahn, dann komm, gib's ihm Vollgas. Wir haben es alle gesehen. Also würde ich nicht um, ja gut, ich würde es auch machen, glaube ich, ne? So ist es nicht. So, jetzt muss ich natürlich hier gucken, dass ich hier problemlos rauskomme, weil KI ist immer wieder anders. So, den lassen wir fahren, den lassen wir auch noch fahren. Der hintere, ihr seht, der bleibt stehen, ne? Der wartet. Und ich konnte jetzt hier problemlos aus der Situation rausfahren. Und auf der Autobahn drauf fahren. So muss es gehen. So, Blinker kann abgeschaltet werden, ne? Herr Vogel, ey. Was für ein Fahrer am LKW, ne? Alter Schwede, ey. Alter, 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 alter. Lass den Blinker auch mal an, ey. Mal gucken, vielleicht bringt das ja was, ne? Bleiben Sie alle, fahren Sie mein Schritttempo, ey. Wer weiß. So, weiter geht's mit der Tour. So, gleich schon 23 Minuten auf der Tour unterwegs. Muss man sagen, ne? Bislang eigentlich eine schöne, entspannte Tour, ohne Unfall. Wir haben schon die Situation gut gemeistert, gerade eben bei der Autobahnauffahrt. Ne? So, Problem, wie gesagt, Lenkung immer. Das muss ich noch so ein bisschen üben. Ich habe schon festgestellt, nämlich beide Hände am Lenkrad lenke ich irgendwie katastrophal. Nämlich eine Hand am Lenkrad, ist es irgendwie besser. Ich weiß nicht warum. Aber das kann mir einer mal vielleicht mal in den Kommentaren erklären, warum das so ist. Ich weiß es selber nicht. Keine Ahnung, kein Plan, davon habe ich viel. Absolut viel. So, jetzt können wir ein bisschen mehr Vollgas geben, ne? Ein bisschen auf dem Gaspedal runterdrücken hier mit dem Fuß. Ich glaube 81, ich kann es von hier aus jetzt bei Videoarbeitung nicht ganz so erkennen. Bitte links. Weil zwischendurch kommen ja noch zwei Touren gleich. Die ich auch schon gestern oder doch gestern Abend noch eine gefahren habe und eine heute früh, ganz früh heute Morgen. Ja, ihr habt richtig gehört. Heute früh. Und habe mir dann gedacht, bevor ich jetzt weitere Touren fahre, müssen erstmal die Videos bearbeitet werden.
damit die dann bei YouTube hochgeladen werden können, mit dem Datum, wann die bereitstehen für euch zum Anschauen. Weil das soll ja auch dann dementsprechend dann für Dezember da auch bereit sein, ne? Und dass ich dann nur noch praktisch dann warten muss, dass sie dann veröffentlicht werden. Oder öffentlich sichtbar gemacht werden. Aber ich freue mich gleich erstmal auf meine Pizza. Ich hoffe, sie schmeckt. Katastrophe, nicht um meine Pizza, ne? Echt schlimm. Echt, echt schlimm. Ja, sind ja auch nur 1612, ach ne, Erfahrungspunkte waren das, ne? 1087 Kilometer. Ich kann schon mal die nächste Tour ankündigen. Die geht nämlich von Straßburg nach Wien. Das sind 751 Kilometer. Aber die Tour hat es in sich. Absolut in sich. Das kann ich jetzt schon mal verraten. Es ist zu dieser Tour ein Unterschied wie Tag und Nacht von der Fahrweise her und vom Verhalten her im Straßenverkehr. Dürft ihr echt morgen gespannt drauf sein. So, das habt ihr gemacht, Leute. Ich melde mich gleich. Nach meinem Essen wieder bei euch. Ja, immer schön geradeaus fahren. Es ist einfach ganz easy. Wenn man dann auch den das Lenkrad in den Griff hat, ne? Das ist so entscheidend. Richtung Bordeaux und den müssen wir auch abfahren. Und in letzter Sekunde hier nochmal rübergezogen. Nicht ganz so clever, sondern hätte man cleverer lösen müssen. Ich hätte muss drauf vorher achten drauf. Ne? Dass ich vorher schon nicht über die Sperrlinie drüber fahre. Ne? Da bin ich eindeutig über die Sperrlinie drüber geheizt. Aber egal, komm. Solange es nur eine kleine Sperrlinie ist, aus meiner Sicht ist es dann auch so ein bisschen erstmal egal. Und es gibt bald auch Schlimmeres, wie über eine Sperrlinie zu fahren in der letzten Sekunde. Ne? Hier ist es immer riskant, weil manche KI, die fährt einfach egal, die nimmt keine Rücksicht auf dich. Die fährt dann auch rüber, wenn die möchte. Ne? Also ob du daneben stehst oder nicht, ob du daneben schon vorbeifährst. Interessiert der KI nicht. Sie hat ihren strikten Plan und danach fahren die auch. Und nicht jede KI ist da so gepolt, dass sie dann auch auf dich Rücksicht nimmt, sondern die fahren einfach. Du musst ja eher auf die KI achten, was der KI macht und nicht andersrum. Ne? Also du musst immer auf die KI achten. Das ist echt so. So, ab auf die vorige Bahn ziehen. Und dann gibt's ihn und dann geht's einfach weiter mit der Tour. Ach, meine Nase, ne? Hammer, ey. Einfach jetzt noch geradeaus fahren, erstmal auf der Spur bleiben und so gutes Tempo haben und einfach gib's ihn, ne? Bitte links halten. So, Rückspiegel, der Blick muss direkt ein Rückspiegel sein. Kommt für den Auto oder nicht? Wenn ja, kann ich Blinker setzen und rüberfahren. Und eher schon Blinker setzen, Spiegel gucken und dann, wenn keiner kommt, rüberfahren auf die andere Fahrbahn. Ist nicht falsch, ne? Ist eigentlich ganz gut, sollte man immer machen. Und ich wundere mich gerade, die Autobahn ist fast leer, ne? Das ist schon total schön, so mal zu fahren. Das ist schon ganz cool. Da hinten kommt die nächste Maut. Also Maut Nummer 2 schon mal. Auf dieser Tour. Und hier muss ich gucken, wo fahre ich jetzt am besten durch. Ne, oder wo darf ich auch durchfahren? Der Bus, der fährt ja schon mal außen und ich habe überlegt, okay, komm.
Ich fahre jetzt hier geradeaus. Macht jetzt mich Sinn, ich fahre an der Riesenschlange da hinten vorbei. Man sieht ja, ein LKW kommt nach dem anderen gerade. Sieht so ein bisschen komisch aus. Und dazwischen auch ein PKW auch noch. Also ganz ehrlich, ich glaube, der hat sich wohl echt vertan, ne? Also der kann ja auch hier durchfahren, oder? Auf der anderen Seite, auf der Gegenfahrbahn, das gleiche. Alle in eine Schlange. PKWs fahren da ganz cool dran vorbei. Aber auch mal so ganz mal im Ernst, ne? Vor so Fernfahrern oder generell LKW-Fahrern ziehe ich meinen Hut und habe davor riesen Respekt, weil die fahren manchmal stundenlang und die müssen immer 100% konzentriert sein, bei der Sache sein. Ich könnte das nicht, also bei mir würde ungefähr, wenn ich einen echten LKW sitzen würde, nach einer Stunde die Konzentration so weit von kaputt sein, die wird nachlassen. Und dann würde ich im echten Leben so nicht fahren Rechtzeitig dürfen. und dann aus Alleine Verdacht schon nehmen. wegen meinen Medikamenten, wenn ich so einen leichten Schwindelgefühle habe oder Schwindelanfälle habe, das kommt ja manchmal auch vor. Da wird man Und leicht die Ausfahrt schwindelig, das geht rechts. nach ein paar Sekunden weg. Ist also auch gar kein Problem. Problem ist nur, im Straßenverkehr, mit dem Auto unterwegs dann zu sein, kann das gravierende Folgen haben. Und die sind dann extrem blöd, weil da sind dann Menschen in Gefahr, aus meiner Sicht schon, die ich damit in Gefahr bringen würde. Also würde sich kein Führerschein mehr machen zu lohnen. Würde ich auch gar nicht mehr bekommen. Muss man dazu sagen. Solange ich die Medikamente schlucken muss, solange das so ist bei mir ist, wäre im echten Straßenverkehr für mich Tabuthema. Als Fahrradfahrer okay, als Fußgänger auch noch okay, aber im Auto oder am LKW, nee, geht gar nicht. No go. Muss ich ehrlich so sagen, so wie es ist. Na, es ist leider so. Damit muss ich mich abfinden und das kann ich auch ganz gut. Ne, alleine schon, auch wie mit dem Essen, da. Man muss sich dran gewöhnen. Man muss sich halt alles erstmal dran gewöhnen und umdenken und dann passt das auch schon. Und ich habe auch gelernt, was für den einen extrem schwer ist, kann für den anderen auch ganz leicht sein und umgekehrt. Was für mich total leicht ist und zu meistern ist und total super leicht ist, kann für den anderen schon das Gegenteil sein. Für den ist das eine riesen Herausforderung, das auch zu meistern, ne? Also das ist von Mensch zu Mensch so unterschiedlich. Jeder hat seine Stärken und seine Schwächen im Leben und das ist auch gut so. Denn wenn wir alle gleich wären, das wäre doch irgendwo langweilig. Ne, es gibt gesunde Menschen, es gibt kranke Menschen, es gibt auch behinderte Menschen. Aber selbst die haben eine Stärke oder ja, die können etwas sehr Besonderes, was vielleicht andere nicht können. Menschengefühl, Feingefühl, so. Das sind alles so Sachen, die kann auch, das kann auch nicht jeder Mensch. Bitte rechts Gruppengefühl, halten. Gruppendynamik und sowas. Gibt so viele Spalten, Unterschiede, ne? Das ist sagenhaft. Ich glaube, darüber machen sich auch Menschen überhaupt keine Gedanken drüber, ne? Muss man auch sagen. Aber mir ist es egal, was andere Menschen denken oder sagen. Ich gucke, was mir wichtig ist, und höre da drauf. Und wenn ich einen guten Ratschlag kriegen kann, und manchmal bekommt man ja auch welchen, denke ich drüber nach. Ja, denke ich drüber nach, bin ich jetzt bislang falsch gewesen oder sonst irgendwas, ne? Muss ich vielleicht was ändern? Ne? So. Wie jetzt darauf gekommen bin, ey, keine Ahnung. Katastrophe. Ja, ist auch egal, ey. Hier, Nestle aber ist gerade vorbeigezogen mit dem Trailer, ne? Ist auch schon. Die Marke gibt es natürlich. Ich stand heute bei Real, bei Kaufland und habe Nestle gesehen. Preiswert. Aber naja, ich habe es doch liegen lassen. Ich habe es doch liegen lassen. Und ich habe mir heute Milch eingekauft. Also ich hatte keine Milch mehr, also keine echte Milch mehr. Habe ich mir heute mal 2 Liter gegönnt. Für den Kaffee ist es richtiger. Milch ist dann doch besser als Milchpulver. Da ist mir richtige Milch vom Geschmack her deutlich lieber. Ich mache mir auch nachher auch Kaffee gleich mit der echten Milch, ne? Mache ich einen echten Schluck Milch da rein. Ich freue mich drauf. Absolut.
Na, ist euch mal was aufgefallen, Leute? Bislang, bei dieser Tour, ich sag jetzt noch nichts, aber vielleicht ist euch bei dieser Tour schon was aufgefallen. Ich werde noch nichts spoilern, sondern ich werde jetzt nichts verraten zu dieser Tour. Achtet mal so auf das ganze Paket, auf das ganze Video dort. Und ich werde bis morgen beim zweiten Video, jetzt von Straßburg nach Wien, dann werde ich euch bei einer gewissen Situation euch zu dieser Tour eine Kleinigkeit nochmal rückwirkend erzählen. Und vielleicht kommt das ja schon gemerkt. Aber noch ist ja noch ein paar Kilometer vor uns, die wir fahren müssen. Mal nur so nebenbei mal am Rande. Ich habe mich diesmal entschieden. Ich habe hier oben sonst immer da oben da die Daten stehen, wie die Geschwindigkeit ist, die Entfernung ist, die Uhrzeit und auch das Navi oben immer drinne stehen gehabt. Ich habe mich dieses Mal bei den neuen Folgen dafür entschieden. Ich habe es am Anfang noch drin gehabt, glaube vorgestern. Habe es dann allerdings während einer Tour dann entfernt oben, also rausgenommen, weil es ist für mich schöner, erstmal nicht zu sehen, wie lange ich noch fahren muss und wie weit ich noch fahren muss. Sondern so konzentriere ich mich jetzt viel wesentlich mehr auf die Fahrt selber, auf den Verkehr und nicht, wie weit muss ich noch fahren oder welche Geschwindigkeit habe ich gerade drauf. Weil ich kann ja auch selber am Tacho gucken, wie schnell bin ich gerade. Dazu muss ich nicht immer nach oben gucken. Dadurch verliere ich immer so den Blick aus dem Verkehr. So, jetzt wäre so eine leichte Stauszene. Ich glaube, das müsste eine Maut. Nee, eigentlich muss abbiegen sogar. Ne? Ich wollte gerade selber abbiegen. Machte keinen Sinn. Ich muss auf der Bahn bleiben, auf der Spur bleiben hier. Ne? Ich muss ja selber jetzt hier rechts abbiegen. Ich Vollhorst. Ne? Ja, ist manchmal so unüberlegt. Ne? So unüberlegte Situationen, wo man da denkt, ah komm, ich biege jetzt mal links rein und dann fahre ich mal dann vorbei. Aber dann da wieder reinzukommen, das wird, glaube ich, dann fast unmöglich sein. Ohne einen Unfall zu riskieren, ne? So, wir sind gleich bei ungefähr 37 Minuten Fahrzeit schon. Das ist schon mal gar nicht mal so verkehrt. Ich muss nachher auch mal ausrechnen, wie viele Kilometer ich jetzt schon gefahren bin. Also reine Tour-Kilometer. Nicht die freie Fahrt. Die zählt nicht dazu, zu diesen zwischen 10 und 11.000 Kilometer, ne? sondern nur die in der Tour sind, also während einer Lieferung. Das war die Voraussetzung halt, ne? Bei dieser Wette. Und die möchte ich auch gerne mit so einhalten. Ganz, ganz wichtig für mich auf jeden Fall, dass ich das mache. Alles andere wäre blöd. Also 11.000 waren es, glaube ich, nicht 10.000, waren sogar 11.000 Kilometer. Naja. Egal, so, ich muss ganz gut aufstehen, Wasserkocher machen, aber ihr könnt inzwischen weiter gucken, Leute. Ich lasse es diesmal komplett durchlaufen, das Video diesmal, dass ihr es komplett in normalen, volle Länge anschauen könnt. Also ohne Musik, ohne Schnellspulung, ne? Und hier ist, glaube ich, Maut, ne? Ja, ist eine Mautstelle. Hier fahre ich außen rum. Ich weiß nicht, ich muss oben auf eine Dauerwerbesendung hinmachen, oder? Weiß ich gar nicht. Muss ich das als Werbung oben markieren? Mal so nebenbei, also ich frage mich das gerade so im Stillen, ne? Muss ich da oben tatsächlich Werbung hinmachen? Weil es ist ja schon hier von Nescafé die Rede, ne? Von Netto, von Lidl. Ja, von noch anderen Unterfirmen, ne? Firmenlogos, die da drin im Video zu sehen sind. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das als Werbesendung hier deklarieren muss. Da bin ich mich jetzt gerade echt am Überlegen. Also wenn das einer weiß, darf es mir gerne Kommentare reinschreiben. Dann müsste ich das im neuen Jahr berücksichtigen.
Und dann auch darunter hinten schreibe Werbesendung. Irgendwas. Na? Oder unten klein, wie auch immer. So ein Kaffee mit echter Milch schmeckt schon mal deutlich besser als ihr Milchpulver. Denn ich mag Kaffee schwarz ungern trinken. Ich mag das nicht ganz so. Wenn ich jetzt vor ein paar Tagen gehabt habe, ich Kaffee schwarz getrunken, weil ich keine Milch mehr hatte. Und mein Milchpulver auch leer war, plötzlicherweise. Ich habe vergessen einzukaufen. Ich hatte Milchpulver aufgeschrieben, aber mein Zettel blieb zu Hause. Ich bin einkaufen gegangen. Mein Zettel lag zu Hause auf dem Schreibtisch und hat auf mich gewartet. Ja, ich kam im Laden und denk so, mein Einkaufszettel, oh Gott. Da macht man schon wirklich einen Einkaufszettel, damit man ja nichts vergisst im Laden, ne? Und den vergisst man dann zu Hause. Und dann schon vergisst man wieder einen Teil, ne? Im Laden. Nicht sehr angenehm und auch nicht sehr schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wieder Werbung. Ne? Von Ricola, glaube ich, oder so ähnlich, ne? Ricotta. Ach, das gleiche, oder? Aber guck mal, den Himmel. Ich genieße gerade diesen Himmel gerade. Diese Aussicht, alleine jetzt mal ein Kontrollvideo anzuschauen, mega schön. Mega schön. Ich habe jetzt hier auch so ein Mikrofon hier stehen. Ich habe den ja vor einem Monat gekauft. Ne? Und habe da bezahlt, ich glaube, 37 Euro. Ja, knapp, ja. Mit Rabatt natürlich 30 Euro bezahlt, irgendwas sowas, keine Ahnung. Und habe das jetzt vor kurzem im Saturn gesehen. Noch für, ich glaube, knapp 27 Euro. Ja, aber komm, da ärgere ich mich nicht. Ich finde, das Mikrofon ist richtig gut, muss ich sagen. Und hatte so einen Spuckschutz. Dadurch so ein bisschen gedämpfter das Ganze, ne? Hoffe jetzt einfach mal, dass es vielleicht gedämpft auch bei euch rüberkommt. So, nächste Mautstelle. Super durchgekommen, schön durchgefahren. Ohne Stress, Leute. Einfach gechillt hier losgefahren. Das ist richtig gut. Ehrlich. Die Tour war bislang, diese 48. Tour war in meinen Augen die beste Tour bislang auf diesem YouTube-Kanal von mir. Also, was alles worum angeht, was ich aber erst im nächsten Video bei einer gewissen Situation ansprechen werde. Dann nochmal ganz klar bewusst. Und vielleicht, wenn ihr morgen es wieder anschaut, vielleicht geht ihr dann zurück und schaut euch dieses Video auch nochmal an. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Ich werde im Titel auf jeden Fall nichts verraten davon. Merkt es also. Wenn ihr es durchgehend anschaut, dann werdet ihr merken, dass hier etwas Besonderes in diesem Video passiert. Ne? So, hier so ein kleiner Lenkfehler, aber okay. Die Lenkfehler, würde ich jetzt sagen, kann man dulden. Solange ich die Leitplanke nicht mitnehme, alles gut. Nicht wahr, Stefan? Ne? Muss man ja auch mal sagen, ne? Ich habe hier noch keine Leitplanke gesammelt. Also hier sind Leitplanken diesmal sammeln bislang noch nicht gewesen. Und ich habe genug Leitplanken in meiner Garage, ne? Muss ich echt sagen. Also ich wollte die mal verkaufen fahren, ne? Ich glaube, habe ich schon mal erzählt oder nicht. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich erzähle trotzdem nochmal. Ich habe jetzt meine 3 Tonnen oder was ich da immer auch habe, ne? Ist deutlich mehr wahrscheinlich schon. Wollte ich verkaufen fahren, aber die haben gesagt, nee, komm, lass mal, das kann jetzt nicht ganz so koscher sein, diese Leitplanken, ne? Die werde ich ja wohl nicht auf normalen Wege erworben haben, ne? Ich sag, nee, habe ich auch nicht. Ich habe die kaputt gefahren und dann eingesammelt. Ne? Ist halt Alu, ne, oder Metall, was auch immer, ist auch egal, ob es aus Pingel, ne? Aber der hat mich echt vom Hof gejagt, der Idiot, ne? Schade eigentlich, ey. So, jetzt wird's nachts, Leute. Es beginnt die Nachtfahrt. Und nachts zu fahren ist für mich ein Horrortrip. Ne? Aber mal schauen, wie ich mich bei dieser Nachtfahrt anstelle.
besonderer Nebeneffekt, beides ein LKW, das ist mir jetzt erst bei der Nachtfahrt aufgefallen, muss ich sagen, da ist, ja, ihr seht es ja im Spiegel, ne? Gleich wahrscheinlich. Wenn es sehr dunkel wird, dann merkt man das im Spiegel nachher, da tut sich etwas. Ne? Das ist sehr interessant. Es ist mir bei der Tour so da noch gar nicht aufgefallen. Das ist mir erst bei der nächsten Tour aufgefallen, wo ich den LKW so von außen mal betrachtet habe. Da ist mir dieses erst echt aufgefallen. Mein Wasser ist fertig, übrigens mein Kaffee, ne? Ja, Mitzka. Gut, dass ich die Kuhmilch vorher schon reingekippt habe, weil ich habe die Tasse jetzt extrem voll gemacht. Das ist natürlich jetzt extrem blöd. Aber noch ist nichts passiert. Das ist ganz gut. Guck mal, da kommt gleich jetzt so ein Stück Kaffee hoch. Jetzt löst es sich auf. Jetzt noch mal ein Stevia. Das sieht jetzt irgendwie geil aus. So ein schwarzer Fleck auf dem Kaffee, der sich jetzt in jetzt diesen bräunlichen verfärbt. Daneben ist Stevia, was dann weiß war. Das sah irgendwie ulkig aus. Ja, gut, die Milch ist sofort weg, ne? Ist klar. So, mal probieren. Jetzt schmeckt es wieder Krankenhauskaffee. Jetzt ohne. Ich habe jetzt irgendwie den Krankenhauskaffee herbekommen. Vom Geschmack her, ne? Unglaublich, ey. Der schmeckt jetzt wieder Krankenhauskaffee. Aber macht auch nichts. So hat mir der Kaffee immer wie im Krankenhaus geschmeckt. Und da habe ich auch immer so. Obwohl, da habe ich doch Frischmilch auch manchmal reingetan. Ja, stimmt. Nicht immer, aber in Dortmund gab es auch mal Frischmilch. Aber auch nur einen Tag lang. Sonst gab es immer nur diese Kondensmilch, ne? Die ist nicht ganz so lecker, aber den einen Tag gab es für mich frische Kuhmilch. Das war noch unten auf der Intensivstation. Da habe ich den Pfleger, einen Pfleger gebeten, ich hätte gern morgens mal, weil er meinte so abends so, ob ich mal für morgen so einen besonderen Wunsch hätte. Das war nach seinem kurz, nachmittags war das eher, ne? Nicht abends, ne? Und da meinte ich so, ja, ich hätte gerne morgen früh mal so ein bisschen frische Kuhmilch. Frische Milch vor allen Dingen, ne? Auch wenn es Tetrapack ist, aber eine Milch und nicht diese Kondensmilch hier, die ich sonst immer morgens habe. Und der hat mir dann so ein kleines Kännchen Milch dann gegeben. Also normale Milch, ne? War echt super. Fand ich echt super von denen, dass er das gemacht hat. Das sind so kleine Erlebte aus dem Krankenhaus. Wo man gern zurück dran denkt, ne? Bei Krankenhaus, Intensivstation, das ist eigentlich, wo man ungern dann zurückdenkt oder am besten diese Zeit hinter sich lässt. Es gab da auch schöne Momente. Das muss man ganz klar mal sagen, ne? Tasse ist so voll, ey, sowas von. Und dann noch ein bisschen zu heiß. Mein Dampf ist leer, den müsste ich gleich mal aufladen. Also der Akku ist komplett leer. Den müsste ich gleich mal aufladen. Dann dampfe ich mal einen richtigen. Wenn ich weiß, wo sie liegen, da. Ist euch schon mal an diesem Video etwas aufgefallen bis jetzt? Oder ist euch noch gar nichts? Ach ja, genau. Jetzt seht ihr eine Seite, ne? In den Spiegeln. Ne? Rechts oben ist so ein kleiner Spiegel. Und auch auf der linken Seite seht ihr zwei Spiegelungen. Einmal nach hinten und einmal mehr so für den toten Winkel rein. Obwohl toter Winkel bleibt, ne? Dieses helle Weiße. Wenn man aus dem LKW rausgeht, dann ist das wie so eine Lichterkette. Ne? Sieht richtig nice aus. Das aber kommt das nicht zur Geltung, aber nachts, wenn es wirklich stockdunkel ist, kommt das richtig geil zur Geltung. Muss ich ehrlich sagen, ist mir bei der Tour so, wo ich gefahren bin, gar nicht aufgefallen. Weil das war mir völlig egal. Was darum herum den LKW eigentlich passiert. Ich war nur mehr konzentriert auf die Straße und habe mir auf die Autos geachtet, wie die gerade fahren und wie die reagieren, also wie die KI reagiert. Und habe jetzt da nicht wirklich auf Besonderheiten geachtet, selber am LKW. Da ging mir völlig am Po vorbei.
Ne? Darauf habe ich gar nicht geachtet mehr. Im nächsten Video kommt auf jeden Fall ein kleiner Highlight mit rein. Also, dann gibt es mehr Informationen zu der Tour. Ne? Aber dazu dann morgen erst mehr, nicht mehr heute. Ich möchte nicht so viel vorweg spoilern und ich spoilere sonst so viel. Das ist nicht gut. Wenn ihr es angeschaut habt, wirklich bis hierhin, und das glaube ich, das wird kaum einer machen, generell, deswegen sage ich es mit dem Video, ist euch in diesem Video schon was aufgefallen? Bislang war es ohne einen einzigen Unfall, den ich verursacht habe oder selbst die KI Schuld dran hatte. Bislang bin ich auf dieser Tour unfallfrei gefahren. Bis auf jetzt Lenkfehler. Aber die haben nicht zum Unfall geführt. Ich bin in kein PKW reingerasselt, oder bin irgendwo gegen eine Mauer gefahren oder gegen einen Zaun gedonnert oder habe eine Leitplanke mitgenommen. Dies alles hat auf dieser Tour bislang nicht stattgefunden. Bis, wie gesagt, auf kleinere Lenkfehler in den Kurven. Aber damit kann ich leben. Ich habe es mal geschafft, bis hierhin, jetzt 50 Minuten lang am Stück, ohne einen Unfall zu fahren. Richtig super für mich. Ist eine super geiles Erfolgserlebnis. Also, ich kann das jetzt mal so sagen. Mal schauen, ob ich einen Unfall mache. Wenn ja, gibt es das ohne Markierung. Ein Unfall. Wenn ich einen Unfall baue, steht ab jetzt in diesen Videos drin unten ein Unfall gebaut. So, wir sind gleich hier bei 52 Minuten gefahren, ohne einen Unfall. Geil, oder? Und eine Stunde, 7 Minuten geht das Video nur. Das heißt, wir nähern uns ganz langsam, aber sicher dem Ende zu. Das heißt, wir nähern uns Straßburg. Wie gesagt, waren es auch nur 1087 Kilometer. Von Straßburg oder morgen nach Wien sind 751 Kilometer. Da auch die Vergütung nur 46.320 Euro. Aber auf das Geld, da gucke ich gar nicht mehr drauf, sondern nur auf diese Entfernung. Ob ich jetzt da viel bekomme oder wenig bekomme, steht jetzt auf dem zweiten Blatt Papier geschrieben. Mir geht es darum, einfach Spaß zu haben, schön gechillt fahren zu können. Und vor allen Dingen unfallfrei zu bleiben. Und hier hätte ich das Gefühl gehabt, ich mache fast einen Unfall. Ne? Fast. Aber ich konnte gut ruhig abbremsen. Und der Busfahrer hatte so entschieden, ich fahre mal auf die andere Spur weiter. Ne? Der Komiker da. Ne? Und was man sagen muss, seitdem ich das Spiel mache, ich habe nicht nur Respekt vor LKW-Fahrern, sondern auch, wenn in meiner Gegenwart ein LKW fährt, weiß ich, worauf ich achten muss mindestens, weil es gibt diesen toten Winkel, ne? Da siehst du gar nichts. Selbst wenn du ein PKW vor dir steht und du fährst so dicht auf, du siehst nachher nicht mehr, ob der noch da steht oder nicht mehr steht. Wenn du vorhin so ein Smart vor dir stehen hast, den siehst du gar nicht mehr. Wenn du da 10 cm hinter denen stehst, du siehst nicht mehr vom Smart die Motorhaube mehr. Du siehst ja gar nichts mehr. Spielen die morgen schon?
So, nächste Mordstelle. Ich habe gerade Nachricht bekommen, dass morgen ein Spiel ist. Da müsste ich später mal reingucken, mal nach der Videobearbeitung. Vielleicht gibt es das dann auch auf meinem YouTube-Kanal zu sehen. Muss man mal schauen, wie morgen das Wetter ist und wo die zweite Morgen SV von VfB morgen spielt. Hätte was. Ich meine das Nachholspiel gegen FSV Witten meine ich morgen. Aber das wäre doof, ne? Egal, gleich kann ich gar jetzt nachgucken, gleich erst nach der Bearbeitung. Aber nochmal eine Pause machen möchte ich jetzt nicht. Boah, lecker. Wenn jetzt einer sagt, Krankenhauskaffee, Igittigit schmeckt nicht. Ich habe ihn gemocht sogar. Also nicht alles im Krankenhaus ist schlecht, ne? Das Essen war früher mal schlecht. Das ist mittlerweile auch richtig gut geworden, das Essen im Krankenhaus. Muss ich ehrlich sagen. Also mir hat es immer geschmeckt. Bis auf einmal nicht. Da hat es nicht geschmeckt, aber da hat es wegen der Küche nicht. Sondern vom Geschmack her. Es war einfach nicht mein Ding. Das war so ein komischer Eintopf, also den mochte ich nicht so ganz. Also ich merke sonst gerne Eintöpfe, gerne essen, aber dieser Eintopf, das war nicht so mein Geschmack. Absolut nicht. Und da war auch irgendwie Zucchini drin und Zucchini mag ich überhaupt nicht. Ich frage mich eh, was hat Zucchini im Eintopf verloren, bitte? Ey, ganz ehrlich jetzt. Ich weiß noch nicht mal mehr heute, wie der Eintopf genau hieß. Das weiß ich gar nicht, Mama. Weil ich kam ins Krankenhaus und da gab es schon Essen. Und da konnte man ja nicht mehr aussuchen, leider, ne? Ah, und da gab es diesen Eintopf mit Zucchini da drin. Und ich mag das. Nee, boah, nee. Ich habe es trotzdem zum größten Teil gegessen, weil ich keinen Hunger gehabt. Ja, manchmal ist das so, ne? Das Leben ist nicht immer so ein Wunschkonzert, wo man das kriegt, was man gerne haben möchte. Man kann sich sehr viel wünschen. Ob man das dann nachher bekommt, das ist ein anderes Thema, ne? Und auch ja, Weihnachten bald wieder vor der Tür steht. Was wünscht ihr euch denn so alles zu Weihnachten? Oder habt ihr zum Jahreswechsel euch Sachen vorgenommen, was ihr da ändern wollt? So, schöne Vorsätze fürs neue Jahr zum Beispiel. Oder welche Vorsätze habt ihr fürs neue Jahr? Also ich habe so ein paar Vorsätze vorgenommen, dass ich nicht zu viele Vorsätze vornehme, weil die scheitern doch eh meistens schon nach ein paar Tagen. Ehrlich, also einer kommt an und sagt, ja, ich esse nicht mehr so viel. Der andere sagt, komm, ich esse nicht mehr so viel Süßes. Der andere, ich rauche nicht mehr. Der eine sagt, ich trinke weniger Alkohol und. Diese ganzen super schönen Vorsätze sind nach ein paar Tagen zunichte gemacht. Dann hält man sich eh nicht mehr daran, an seine Vorsätze. Da kann man genauso gut sagen, ich nehme mir vor, mir weniger Vorsätze zu nehmen, die dann aber auch umzusetzen. Was eh schon in manchen Situationen schon nicht mehr einfach ist. Ich mache zum Beispiel mehr Sport und dann scheitert es dann daran, reden kann man viel, es ist viel sehr schnell gesagt, aber die Umsetzung, das ist das andere. Und man muss daran denken, nicht nur erzählen seine Vorsätze, sondern auch umsetzen. Das ist das A und O an der ganzen Sache, das Entscheidende. Man kann alles schön reden, doch wenn man es nicht umsetzen kann, dann bringt einem das gar nichts. Wenn ich schon spazieren gehe jeden Tag, ist es für mich eine Zielsetzung, dass ich fitter werde. Also körperlich leicht, wie der sich irgendwie wieder aufbaut. Und ich gehe jeden Tag mindestens eine halbe Stunde auch spazieren. Und wenn ich merke, der Körper kann halt nicht mehr, gehe ich halt zurück. Aber ich brauche diese kleinen Spaziergänge, es klingt bescheuert, es ist echt so. Ich brauche diese Spaziergänge für mich selber. Nicht um zu zeigen, dass ich was kann, sondern ich mache es nur für mich selber. Ganz wichtig. Ne, ich muss anderen Leuten nichts beweisen. Ich muss anderen Leuten nicht Leistung zeigen. Sondern man macht es nur immer für sich selbst. Das ist der entscheidende Punkt. So, wir nähern uns langsam aber sicher dem Ende dieser Tour. Und wir kommen auch bald in Straßburg sicherlich ohne Unfall auch durch an. Die erste Tour. Und da. Wo ich den LKW nachher abgestellt habe, ne? Und die Tour beendet habe.
war mir erst bewusst, ich habe dort keinen Unfall gebaut. Ich bin dort fehlerfrei komplett durchgefahren auf 1087 Kilometer. Meine erste Tour von diesen 48 Touren war das die erste, wo ich fehlerfrei komplett gut gechillt durchgefahren bin. Hatte ich vorher nicht gehabt. Ich habe immer irgendwo einen Bock Mist Fehler gebaut, einen Leitplanken mitgenommen, einen Unfall gebaut, irgendwo ein Auto mitgenommen. Irgendwo habe ich immer was, ist mir immer irgendwas passiert. Immer. Die ganze Zeit. In eine Tour. Eine neue Route. So, hier habe ich mich einmal verfahren. Das hat mich jetzt so ein bisschen gewurmt. Dann aber habe ich mir gedacht, komm, egal. Dann fahre ich halt geradeaus. Weil das Ziel ist ja ungefähr, ja, gleiche Entfernung, ne? Bin vielleicht jetzt da 2-3 Kilometer mehr gefahren, aber das ist ja auch egal, ne? Gut, ich wäre wahrscheinlich ein bisschen früher angekommen, aber egal, ne? Und da ich ja schon auf der Karte gesehen habe, dass ich praktisch nicht zurückfahren muss, sondern die Route zwar anders berechnet worden ist, aber ich trotzdem noch ganz gechillt ankommen kann. Ich hatte erst überlegt, was ist, wenn ich jetzt dahin irgendwo drehen muss, Ausfahrt nehmen muss, dann oben über eine Brücke fahren muss und dann ein ganzes Stück zurückdudeln muss. Das hätte mich dann, glaube ich, mehr geärgert, aber dann hätte ich es auch nicht ändern können. So ist es im Leben ja auch. Manchmal, da verfährt man sich mal oder macht einen Fehler im Leben. Da muss man halt eine andere Tour fahren oder anders fahren. Ne, ja, und von daher habe ich das genauso gehandhabt und gesagt, komm, Fehler ist passiert. Ich habe mich jetzt, war zu schnell auf der Stelle, habe die Ausfahrt nicht mit, so wirklich gepeilt in der Sekunde. Sondern muss jetzt dann halt ein bisschen dafür büßen und dann ein bisschen ein paar Meter länger mehr fahren. Ist aber auch egal. So, ich muss mal ganz kurz zum Gas runtergehen, bevor ich einen Unfall mache hier mit dem JAS-Trailer hier. Flugzeug. Ich will nicht wissen, was der mal geladen hat hinten, ey. Auf jeden Fall, ich habe hinten drauf Wäschetrockner. Wäschetrockner für die Haushalte, ne? Ist klar. Für die kalte Jahreszeit. Und für Großfamilien ist ja auch ein Wäschetrockner angebracht im Winter, ne? Muss man ja auch sagen. Also Großfamilien, da würde ich trocken extrem gut nachvollziehen. Ich als allein wohnende Person kann auch mal Wäsche mal aufhängen. Kann auch ein paar Tage Zeit haben zum Trocknen, ist auch egal. Oder so ein, zwei Tage. Im Sommer geht das bei mir ratzefatz. Ich glaube, einen halben Tag ist die Wäsche trocken bei mir. Ne? So warm ist es bei mir oben in der Wohnung. Hier, guck mal, Coca-Cola fährt vorbei. Der Coca-Cola-Tank. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Liebe Grüße, Marlena, ne? Mach dich bitte nicht lustig, weil ich das nicht so gut aussprechen kann. Coca-Cola. Nimm die Ausfahrt rechts. Ich glaube, das ist richtig ausgesprochen, konnte ich früher gar nicht. Warum auch immer. Demnächst so, und damit werde ich mich jetzt aus dieser Tour verabschieden. Aus dieser unfallfreien Tour vor allen Dingen auch, ne? Bei euch. Und sage dann mal bis zum Morgen, bis zum 14.12. Dann gibt es das nächste Video und Weihnachten kommt immer näher. Also Leute, haut rein, bis bald und ciao. Auf Wiedersehen. Übrigens, stopp. Ihr dürft gerne meinen Kanal abonnieren. Ihr dürft auch gerne die Glocke aktivieren oder meinen Kanal abonnieren. Dürft ihr gerne machen. Ist kostenlos, kostet keinen einzigen Cent. Bis auf die Werbung, natürlich, ich glaube, die gibt es in meinem Video auch mittlerweile vorweg, ne? Nochmal in den Videos das ein oder andere Werbeblendung, aber ich kann es leider nicht ändern. Ich würde gerne euch das Ganze ohne Werbung anbieten können, aber geht leider nicht. Da ist halt YouTube, die das so dementsprechend machen, die möchten ja auch dran verdienen, ne? Muss man ja auch sagen. Ich verdiene daran überhaupt keinen einzigen Cent. Links abbiegen. Also Leute, haut rein, bis bald und ciao! Ciao, ciao! Biege nach links ab. Sind die Zuschauer weg? Oder sind die noch da? Ich weiß es nicht. Ihr wollt noch sehen, wie ich jetzt unfallfrei tatsächlich ans Ziel reinfahre? Biege nach bestimmt, links ne? ab.
Der Schild ist stehen geblieben, das habe ich nicht mitgenommen. Da, DHL. Wir sind fertig. Ich auch mit den Nerven.